Sportcast Schweiz, präsentiert von Ochsnersport. Und das ist sie, die neueste Folge vom Sportcast Schweiz. Das ist der Podcast, wo wir die grössten Schweizer Sportstars immer wieder begrüssen können. Mein Name ist Fabio Ney und mit Ihnen reden wir über Ihre persönlichen Karrierehöhepunkte und über Ihre persönlichen Karrierentiefpunkte. Und heute ein absolutes Highlight. Wir haben zwei olympische Medaillen von Paris, nämlich bei uns im Set drin. Und zwar haben wir das Beachvolleyball-Duo Nina Brunner und Tanja Hüberli da, die eben sensationell Bronze gewonnen haben in Paris. Schön sind ihr bei uns Gast und vor allem herzliche Gratulation zu dieser sensationellen Leistung. Merci. Okay. Merci vielmals. Und schön sind ihr bei uns im Sportcast, wenn ihr sie jetzt so anschaut. Man sieht sie auch für die alle, die auf YouTube schauen. Die Medaillen, die Originalen mit dem Stück Eiffelturm drin. Was geht denn durch den Kopf als erstes? Wow, ja, ich muss sagen, jetzt, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, fühlt es sich wie so ein bisschen, wirklich wie fast ein Märchen an. Also wirklich denke ich so, es war so eine coole Zeit gewesen. Wir waren ja gleich 3 Wochen da gewesen. Und eben, logischerweise, der Moment, wo die Medaille bekommen hast und so, war unglaublich gewesen. Aber irgendwie die ganze Zeit dort war schon mega besonder gewesen. Und ja, ich denke unglaublich gerne daran zurück. Ja, ich finde auch gerade so, in dem Moment, wo wir das nachher gewonnen haben, eben so, es sind so viele schöne Emotionen gewesen, auch von unseren Trainern, wo dann auch irgendwie so das Gefühl aufgekommen ist, so, okay, alles hat sich gelohnt, weil wir schon in den letzten 9 Jahren, ich meine, logisch, jeder investiert viel, aber ich glaube, wir sind schon auch immer wieder an unsere Grenzen gegangen, haben den Ansatz verfolgt, dass wir immer jeden Tag das Beste von uns wollen, aus uns rausholen. Und das war manchmal auch unangenehm gewesen, oder eben hast du auf viel müssen verzichten. Und in dem Moment bist du nachher einfach so glücklich gewesen und es haben irgendwie alle so das Gefühl gehabt, so, okay, es hat sich einfach alles gelohnt, was du gemacht hast. Und euer Jubel ist legendär, also da könnt ihr euch Haufen noch Scheiben abschneiden. Ihr seid nämlich, nachdem wir das Spiel gewonnen haben, sofort über die Tribüne raufgesteigert. Und ich sage euch im Fernsehen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt dann im Fernsehen, es hat so lustig ausgesehen, über Abschrankungen, am Security gesagt, ist schon gut, dann hinten rum und so. Habt ihr das vorher abgesprochen, dass ihr sofort rauf zu den Coaches wollt, oder ist das spontan gewesen? Nein, es war mega spontan gewesen. Ja. Also als erstes haben wir unseren Physio gesucht, der ist immer gerade im Feld, das war noch einfach. Mhm. Und in dem Moment, wo wir ihn umarmt, haben wir so, okay, wir müssen jetzt zu den Trainern. Und dann haben wir eben geschaut, wo sie sind. Und dann sind wir mal losgerannt und dann haben wir gemerkt, ah, da ist noch ein Absperrband, okay, drüber. Und dann sind wir einfach gerannt, bis wir irgendwann bei ihnen waren. Und es hat sich also mega gelohnt. Ich glaube, sonst haben wir die Trainer erst recht viel später gewesen, weil wir noch so durch die Mixzone und so müssen oder dürfen. Und ja, irgendwie wäre es schade gewesen, sie nachher erst irgendwie eine halbe Stunde später zu sehen. Absolut, das hat man auch richtig gemerkt, dass ihr eine verschworene Truppe dort sind. Mhm. Ihr habt es gesagt, 3 Wochen dort gewesen, alles gegeben, körperlich, mental. Jetzt sind ihr da, es geht langsam in den Herbst rein, es ist so ein bisschen Ende-Sommer-Stimmung und so. Habt ihr die Tasche eigentlich schon auspacken oder sind die immer noch gepackt, weil ihr jetzt so viel Termin gehabt habt? Also, es kommt immer wieder, jeden Tag geht wieder eine neue Tasche neu gepackt aus dem Haus und ich komme wieder heim und ich habe wirklich, also es ist eine mega schöne Zeit, wir werden wirklich mega beschenkt und es ist mega schön und wir schätzen das mega, aber ich habe wirklich einen riesen Puff und wirklich so gefühlt, jeden Tag bin ich am Abend noch am Aufräumen. Aber sag mal, was kriegt man denn da alles? Oder für alle die, die mal den Traum haben, vielleicht selber mal eben Olympiamedaille gewinnen, hat man dann die ganze Hütte voll mit Geschenken und Blumen und Praline, ja, dass man fast eine Schockivergiftung hat? Also vor allem Blumen haben wir wirklich so viel bekommen. Ich habe letzte Woche eine Geburtstag gehabt, dann habe ich auch noch mal Blumen bekommen und nachher sind wir am Dienstag sind wir bei Swatch gewesen und wirklich so, ich habe einen von der schönsten Blumenstrauß haben wir bekommen, den ich je gesehen habe. Wirklich so riesig ist er gewesen. Und ich habe den bekommen und dann habe ich gerade so gemerkt, so, shit, ich habe keine Vase mehr. Wirklich so. Und der Blumenstrauß war so riesig gewesen. Nicht mal die Vase, die ich daheim hatte, sind genug gross gewesen. Und ja, die stehen jetzt so in einem Putzkübel rein. Aber das Gute ist, die sind so gross und sie lampen so ein bisschen ab. Man sieht nicht einmal, dass es ein Putzkübel ist. Also ich fasse zusammen, es ist wirklich, die Leute lieben das, dass ihr gewonnen habt und wollen unbedingt euch etwas geben, um zu zeigen, wow, sensationell, die ganze Hütte voll. Ihr habt, glaube ich, auch noch spezielle Nachrichten gekriegt auf Instagram, oder? Von ganz grossen Sportlern, habe ich da ein bisschen gehört. Ja. Ja, eben zum Beispiel der Roger Federer hat uns geschrieben oder Vreni Schneider hat geschrieben. Eins nach dem anderen. Was hat der Roger Federer geschrieben? Ist er kurz abgebunden oder macht er eher lange Sätze? Wissen ihr es noch? Er hat, glaub, also lange war es nicht gewesen, aber er hat, glaub, irgendwie geschrieben so, hey, gratuliere, er hat sich mega gefreut für uns, irgendwie sowas.
Ja. Das war jetzt ein Aufsatz, aber mega herzig. Aber also, ist schon noch cool, oder? Wenn man dann so in seinen Direct Messages auf Instagram so Roger Federer offiziell sieht, oder? Ja, also wir sind wirklich so am Tag nachher, wir sind so ein bisschen durchgescrollt und nachher wirklich so ist der Ding so dort gewesen. Und der, ich weiss auch noch, wo wir gesessen sind. Ja. Also ja, erzähl, ja, wo bist du gesessen? Wir sind an der, im Champions Park ja. und haben uns erwartet, bis wir dran kommen. Und dann sind wir so auf dem Sofa gewesen und nachher schreibt sich so... Mina, oh mein Gott, musst du schauen und so. Und dann ich so, ich muss bei mir auch schauen. Ja. Also das ist jetzt sicher einer von der grössten Sportsuperstars aller Zeiten, der gratuliert hat. Was ist vielleicht für dich persönlich so etwas gewesen, wo überraschend gekommen ist an Gratulationen? Weißt du, irgendwie eine alte Primarlehrerin oder jemand, den du schon lange nicht gehört hast oder so? Ja, also du hast wirklich gemerkt, dass unglaublich viele Leute Olympia mitverfolgen. Ich könnte jetzt nicht so eine Person sagen, die ich gedacht habe, hey, oder so, aber einfach so viele Leute, die schon lange vielleicht nicht mehr gehört hast und wo auch, also es hat mich wirklich auch so ein bisschen berührt, dass ich gemerkt habe, wie viele Leute dass das jetzt irgendwie verfolgt haben und wie viele Leute das mit uns mega mitgefiebert haben und irgendwie mega gehofft haben und uns das mega gönnen. Das ist schon mega schön gewesen. Also ich kann es nur von mir sagen, die Beachvolleyspiele sind zu den perfekten TV-Zeiten auch immer gewesen, gell? Es ist die Kulisse, muss ich euch nicht sagen, das Stadion, die 13'000 Fans, der Eiffelturm im Hintergrund und so. Habt ihr das gespürt, dass in der Schweiz eine riesige Beachvolleyball-Euphorie ist oder sind ihr ein bisschen abgekapselt von dem Ganzen? Also man probiert sich ja allgemein jetzt so, gerade wenn man dort ist, nicht so damit zu befassen. Also ich hatte zum Beispiel auch mein Handy abgestellt und habe... Während der ganzen Zeit? Ab dem Achtelfinale habe ich es abgestellt. Krass. Weil ich wie so gemerkt habe, so, ich bin auch über mich... wenn ich etwas lese, das mich so ein bisschen beschäftigt, dann lege ich das nicht einfach auf die Seite, sondern dann beschäftigt es mich so ein bisschen. Und darum habe ich wie so gemerkt, so, ja, eben, wir haben so eine gute Vorrunde gehabt, dann hast du immer mehr Nachrichten bekommen, so, wow, ihr seid so gut drauf und ihr holt das jetzt und so. Und irgendwie hat mich das fast so ein bisschen mehr angefangen zu stressen. Und dann habe ich wie so gemerkt, so, hey, ich tue jetzt mein Handy einfach weg. Und habe dann wirklich so ein anderes Handy gehabt, wo wirklich nur so 10 Leute vielleicht mir geschrieben haben, wo ich halt auch immer so den Austausch hatte, so mit den Trainern oder der Familie oder so. Oder so die engsten Freunde. Und darum hast du es so während Paris irgendwie nicht so mitbekommen, aber ich glaube, also eben, wo wir dann daheim gewesen sind oder auch, wir haben teilweise Briefe bekommen so von Familienvätern, die geschrieben haben, sie haben noch nie Beachvolleyball geschaut und sie haben dann aber mit der ganzen Familie vor dem Fernseher gesessen und wir haben sie verzaubert und so. Und das ist mega schön, so Sachen, wenn du gemerkt hast, du hast es können begeistern für deine Sportart. Also die Euphorie war riesig wegen diesen zwei Medaillen, die wir hier im Sportcast-Set haben. Und jetzt möchten wir das Turnier nochmal anschauen. Normalerweise gehen wir mit unseren Gästen auf ihre Karriere ein und reden über die persönlichen Höhe- und Tiefpunkte. Weil jetzt die Olympischen Spiele noch so nahe sind, schauen wir das Turnier nochmal an. Und auch da machen wir Tiefpunkt und Höhepunkt. Ich weiss, ihr redet wahrscheinlich nicht mehr so gerne über das Halbfinale, das ihr verloren habt, aber es gehört halt zum Sport dazu, oder? Und es ist ja am Schluss super rausgekommen. Und darum starten wir doch mit eben dem offensichtlichen Tiefpunkt, den ihr dort hattet, dem Halbfinalmatch, wo wir mega gut reingestartet sind. Ersten Satz gewonnen, zweiten Satz sogar Matchball gehabt und dann am Schluss noch verloren. Beschäftigt so jetzt noch? Träumen davon? Oder inwiefern spielt das noch eine Rolle überhaupt in eurem Leben? Also träumen davon habe ich zum Glück nie. Also ich muss sagen, in der Nacht wir haben am nächsten Tag nachher noch Bronze gespielt und in dieser Nacht habe ich wirklich unglaublich schlecht geschlafen. Also ich habe am Morgen um 3 habe ich noch an meinen Trainer geschrieben, ich so, bist du noch wach? Und er hat wirklich auch nicht können schlafen. Und dann habe ich eine Stunde lang irgendwelche Sachen hin und her geschrieben, einfach so ein bisschen zum Gedanken irgendwie so ein bisschen wegbekommen. Und dort ist es bei mir nicht mal so nur ums Halbfinale gegangen, sondern ich habe mega Angst davor gehabt, Vierte zu werden. Oder ich wollte nicht Vierte werden. Ja, vor allem, weil schon so viele Schweizerinnen und Schweizer Vierte geworden sind, oder? Und dann hast du die Emotionen gesehen von der Angelika Moser oder von Simon E. Hammer. Und dann bist du dort und weißt so, okay, wir sind so nah dran gewesen am Finale, und es kann aber sein, dass wir morgen ohne Medaille heimgehen. Und das hat mich schon mega beschäftigt, aber am Schluss haben wir es ist super gut rausgekommen. Aber ich finde es gleich interessant, weil man Haufen wahrscheinlich daraus lernen kann. Jetzt vor allem Leute, die zuhören und auch sehr ambitioniert Sport machen. Du hast gesagt, ihr sind ein Haufen Spielzeug, dann wie so in einer Schlaufe im Kopf durchgegangen, eben wie so ein Karussell. Wie muss man sich das vorstellen? Hast du amig denn jeden Ballwechsel noch im Kopf und das läuft einfach so in einer Schlaufe ab? Oder, weil als Laie kennt man das nicht so, oder? Nein, ich hatte die Situation schon mal gehabt, wo wir 2019 im WM-Halbfinale waren. Und dort haben wir auch, sind wir eigentlich völlig underdog gewesen.
haben den ersten Satz relativ klar verloren, haben den zweiten gewonnen und im dritten sind wir 14-11 hinten. Und jeder denkt schon so, ja, das ist eh gegangen. Und dann kämpfen wir uns zurück und haben einen Matchball. Dann haben wir das Halbfinale verloren und am nächsten Tag haben wir aber das Spiel um Platz 3 auch noch verloren. Und dann, ich weiss noch, so von dem Halbfinale habe ich nachher noch so viel, nicht jeden Punkt, aber so von diesen Matchbällen, die dort waren, überlegst du halt nachher so, hätte ich das und das sollen machen, hätte ich das und das sollen machen. Obwohl die Trainer uns gesagt haben, so, du kannst dir nichts vorwerfen, so, du hast alles richtig gemacht, aber es, du bist halt nicht die Einzige auf dem Spielfeld. So. Und das ist in dem, nach dem Halbfinale vielleicht auch so ein bisschen so gewesen, aber ich habe wie so gewusst, so, ja, aber jetzt können wir noch Bronze gewinnen. Und durch das, dass wir nachher Bronze gewonnen haben, ist es, glaube ich, nicht so schlimm gewesen wie klar, damals an der WM. Absolut. So. Aber eben spannend, was da im Kopf alles abgeht. Wie war es bei dir gewesen, Nina? Eben, das Spiel ist so nah dran gewesen am Finale. Mhm. Und dann weiss man aber, man muss sofort den Schalter kippen und am nächsten Tag wieder mehr als 100% bereit gewesen. Wie bist du mit dem umgegangen? Ja, also logisch, es war überhaupt keine einfache Situation gewesen. Und ich finde eben auch manchmal im Nachhinein so, ist es noch schwierig zu beschreiben, so, was haben wir denn gemacht, dass es jetzt eben so gut geklappt hat. Aber ich glaube auch, dass wir haben uns wie nach dem Spiel kurz ein bisschen Zeit gegeben, hat irgendwie jeder noch kurz können sagen, so, eben, was einem vielleicht gerade beschäftigt und was man denkt. Und nachher sind wir uns aber eigentlich wirklich einig gewesen, dass wir einfach nochmal eine mega grosse Chance für so eine Medaille haben. Und das ist so das, was für mich, also ich hätte mir das nie können verzeihen, glaube ich, wenn ich wie diese Chance hätte liegen lassen, weil ich dem noch so nachgegangen wäre. Weil es ist wie, wir haben schon viele so Situationen erlebt, wir spielen schon mega lange zusammen und logisch, bei Olympia ist alles nochmal viel wichtiger und grösser und so, aber trotzdem, das gehört halt mega zum Sport dazu, dass man auch so Enttäuschungen muss wegstecken muss und wir haben sicher auch den Vorteil gehabt, dass wir gewusst haben, Australierinnen sind ein Team, das wir sehr gut schlagen können und ich glaube, das hat uns auch nochmal Selbstvertrauen gegeben und ich finde auch, wir haben den Halbfinale ja nicht verloren, weil wir mega schlecht gespielt haben. Und nein, du hast so müssen sagen, wow, jetzt ist aber schwierig und so, sondern wir haben gut gespielt, wir haben aber gegen ein Team gespielt, das uns vielleicht nicht so liegt. Logisch, wir haben einen Matchball gehabt, wir haben einen Matchball gehabt, es war mega eng gewesen. Und ja, ich habe es irgendwie nicht so ein Riesendrama gefunden, obwohl wir so einen Matchball hatten und ja, aber es hat mich mega glücklich und stolz gemacht und es geschafft. Absolut. Und ihr seid im Olympischen Dorf drin gewesen und das ist auch etwas, wo man, wenn man nur Olympia schaut, nicht herkommt. Man hat keinen Eindruck, man weiss nicht, was dort abläuft und so. Und darum möchte ich da ein bisschen reintauchen. Die Schlagziele waren vor allem, dass es ein Kartonbett hat. Wie bequem ist es jetzt wirklich? Jetzt können wir es mal noch nachfragen. Also ich habe geschlafen wie ein Baby. Okay, gut, also das ist so schlimm, so gut geschlafen. Also, und sie sind mega stabil. Also das bewegt sich null, das Bett ist wirklich mega stabil. Die Matratzen sind ein bisschen hart. Ja. Du hättest auch können irgendwo in ein Center die Matratze austauschen oder eigen auf dich anpassen lassen. Das haben wir jetzt aber, also wir haben das nicht gemacht. Aber ich habe mega gut geschlafen. Ich habe auch gut geschlafen. Ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht das Traumbett, wo du denkst, es ist mega kuschelig und bequem. Also schon nicht so Boxspring und wunderbar nein, das, gefedert nein, und das so. Definitiv nicht. Aber ich habe sogar kurz überlegt, ob ich Swiss Olympics frage, ob ich so ein Bett fein habe. Als Erinnerung. Nein, ich nicht. Nein. Das schon nicht. Doch, komm, tauchen wir doch so ein bisschen in das Dorf ein, oder? Tausende von Sportlerinnen und Sportlern aus der ganzen Welt. Was war so etwas, was euch vielleicht überrascht hat, als ihr dort reingelaufen sind und dort gelebt habt während diesen drei Wochen? Ich weiss noch, als wir in Tokio mit dem Bus abgeholt wurden, im Flughafen, sind wir nachher so in das Dorf hineingefahren. Und dann bin ich also am Fenster und habe so geschaut, wie es aussieht und so. Und jetzt hast du wie so ein bisschen gewusst, wie das ist. Und eben so die Häuser, die haben alle ihre Fahnen. Jedes Haus hat damals auch so ein bisschen anders ausgesehen. Also in Tokio sind eigentlich alle Häuser, glaube ich, genau gleich gewesen. Es hat einfach so verschiedene Fahnen gehabt. Und du musst dich nachher einfach so ein bisschen zurechtfinden. Aber es ist sehr viel, also eben du hast die Erfahrung so ein von Tokio dort mitnehmen und also es ist relativ ähnlich, nicht irgendwie prunk gebaut oder so, sondern nein, alles nicht sehr zweckmäßig, wenn ich das so ein richtig raushöre. Wie war das Essen gewesen? Weil ich stelle mir das immer vor, oder? Da kommen die Leute aus irgendwie 200 Ländern, oder? Und die müssen alle zufrieden sein dann. Wie hast du wahrgenommen, Nina? Du zögerst schon ein bisschen, jetzt bin ich gespannt. Ja, also im Vergleich mit Tokio war es wirklich leider ein bisschen schlechter gewesen. Also in Tokio waren wir mega begeistert vom Essen. Es ist diplomatisch, du dich manchmal aus. Also du hast dir jetzt nicht geschmückt. Das war ein bisschen schwieriger gewesen, ja. Okay. Also es hat, ich meine, es hat alles
du kannst 24 Stunden in die Essenshalle, also du kommst zu dem, was du brauchst, aber es war jetzt nicht gourmet-mässig gewesen. Und ich habe so gefunden, doch. Und gegen Ende haben wir uns wirklich zwingen, zum essen. Aber das ist ja noch verrückt, oder? Weil viele Sportlerinnen und Sportler haben einen fixen Ernährungsplan oder haben sogar eine Beraterin oder Berater, die sie zusammen schaffen und so. Und dann kommst du an die Olympischen Spiele und dann hat es Zeug, wo nicht sicher bist, ob dir das gut tut oder ob wirklich gesund genug essen ist und so. Muss man auch noch mental damit umgehen können, oder? Also, wie Nina schon gesagt hat, ich habe das Gefühl, so ein Angebot, das hat eigentlich alles gehabt. Also, es hat Bulle gehabt. Wenn du dich glutenfrei hast will ernähren, hat es glutenfreie Sachen gehabt, ohne Laktose. Also, es hat wie so... Das Angebot war sicher da gewesen. Ich glaube, das Problem war halt so ein bisschen Qualität gewesen. Okay. Also, es hat dir wirklich selten etwas wirklich geschmeckt. Und wenn etwas fein war, dann bist du es halt 3 Tage gegessen nacheinander und dann hast du es halt auch nicht mehr können gesehen. Also es macht die Leistung eigentlich fast noch grösser. Ihr habt schlecht gegessen und zwar 3 Wochen am Stück und kommen trotzdem mit der Olympiamedaille. Also wir waren oft an der Salad Bar. Die war wirklich cool gewesen. Aber ja, eben am Schluss, wir waren 3 Wochen da gewesen, 2-mal am Tag an der Salad Bar. Ja, und es war halt auch kein Drama gewesen, weil wir sind uns das gewöhnt von den Turnieren. Also klar, wir müssen dort amig einfach das essen, was es gerade gibt. Und das ist halt an dem einen Turnier super oder an dem anderen Turnier denkst du so, Aber ja, was natürlich das Coole ist, oder, an der Salad Bar, der Roger Federer, der spielt nicht mehr, den trifft man dort nicht, aber es gibt natürlich Topstars, ganz aktuelle. Wem läuft man so im olympischen Dorf über den Weg drüber? Ja, Simon Biles zum Beispiel, habe ich ein paar Mal gesehen. Also Kunstturn, mega Superstar. Ja, das ist ja schon auch unglaublich, was die jedes Mal wieder leistet, finde ich. Brutal. Und eben jetzt auch in Tokio ist sie recht ein grosses Thema gewesen, so mit den mentalen Sachen. Ich finde sie schon etwas mega Besonderes. Und ich habe es noch lustig gefunden, sie hat wirklich so ihre eigenen Pins gehabt. Also das ist auch so ein bisschen das Ding, dass so Pins austauschen. Und du hast eigentlich einfach den von deiner Nation. Und sie hat auch wirklich so einen eigenen Pin gehabt, den sie den Leuten gegeben hat. Und die sind natürlich alle mega ausgeflippt. Sie hat aber keine Fotos gemacht. Das hat sie echt durchgezogen. Es sind mega viele Leute, ja, kann ich ein Foto? Und sie hat gesagt, nein, eben Fotos lieber nicht. Aber sie war mega sympathisch, mega lieb zu allen. Und sie hat ganz normal im Olympischen Dorf gewohnt, weil man weiss, vor allem von den Amerikanern, eben so Basketballteam und so, die müssen ein schönes 5-Sterne-Hotel haben. Sie ist also in dem Fall wirklich, hat auch das Kartonbett genommen. Ich weiss nicht, ob sie immer dort geschlafen hat. Oder es gibt ja auch viele, die irgendwie dann ein paar Nächte kommen und ein paar Nächte hinter dem Hotel sind. Ich weiss nicht genau, aber ich habe sie auf jeden Fall mehrere Mal gesehen. Ja. Und wie ist es, wenn man eben die anderen sieht, wo man auch weiss, die sind einfach Crème de la Crème von ihrem Sport und man ist mit all diesen Leuten dort so zusammen, ist das auch so etwas, was einem dann nochmal die 1-2% besser macht an Olympia? Oder ist man dort so im Film drin, dass man einfach mit sich selber vor allem beschäftigt ist? Ich glaube, besser machen tut es einem nicht. Also, ich würde sagen, vor allem wir zwei sind jetzt auch nicht die... Ich wüsste jetzt keinen Sportler, wo wir zwei zu hören und sagen, so, hey, können wir ein Foto machen? Nicht, weil wir die nicht irgendwie... schätzen oder weil wir das nicht krass finden, was die leisten, sondern mehr, weil es nicht so unsere Art ist, jetzt dort irgendwie auf Selfie-Jagd zu gehen, sondern eben wir verfolgen mega viele verschiedene Sportarten, auch Randsportarten, wo wir uns immer wieder so ein bisschen austauschen, was gerade läuft und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass in dem Olympischen Dorf für mich das nachher so krass gewesen sind, dass die auch dort sind. Also irgendwie... Ja. Also wir haben die 2 Tiefpunkte gehabt, das Halbfinale und das Essen. Ist noch überraschend. Dann können wir doch jetzt auf den Höhepunkt reden. Und das war natürlich das Bronzespiel, wo irgendwie die ganze Schweiz geschaut hat. Also es ist irgendwie so die Einschaltquote. Keine Ahnung, wie das Lauberhornrennen. Da hocken dann wirklich alle vor dem Fernsehen. Das Spiel in dieser Kulisse mit diesen Leuten an diesem wunderbaren Sommerabend. Was werden dir dort mal euren Enkel vielleicht dann mal noch davon erzählen? Was glaubt ihr, bleibt euch am meisten? Ist fies, gell? Mhm. Ich glaube, von dem Spiel bleibt mir schon am ehesten so, dass wir es nachher geschafft haben, nach dem Halbfinale eigentlich so aufzutreten, als wäre nichts gewesen. Wir haben wieder ein riesiges Spiel gezeigt. Wir haben wieder nichts zugelassen und sind einfach angestanden und haben unsere Sachen gemacht. Und eben, wir haben am Schluss die Medaille gewonnen, die überwältigend war. Für mich ist so rein stimmungsmässig und kulissenmässig und auch so emotional, habe ich das Viertelfinal fast noch krasser gefunden. Weil es war halt auch, es ist viel enger gewesen.
Es war ein unglaublich intensives Spiel gewesen und die Amis sind halt auch immer sehr laut. Und du hast dort wie auch am Publikum angemerkt, so die Spannung, die war. Und ich finde, die war im Viertelfinal für mich noch krasser gewesen als im Bronzespiel. Also für mich ist wie so rein vom Spiel her und von der Stimmung und von der Atmosphäre ist für mich, glaube ich, so das Viertelfinals-Highlight gewesen. Aber das ist noch verrückt, dass du das sagst, oder? Weil jetzt aus der Russen-Perspektive würde man sagen, oder es baut sich dann die ganze Spannung auf, so die Spannung von deinem Leben auf das Bronzespiel. Ich sage es jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ist es euch fast einfach gefallen, das Bronzespiel? Ist es einfach gelaufen und ihr habt es dann können heimtun? Oh, nein, das glaube ich schon nicht. Okay, so weit ist es dann doch nicht gewesen. Ja. Ich glaube, es ist halt wirklich, bei uns ist nämlich noch speziell so, in der Gruppenphase kannst du ja auch je nachdem mal noch etwas so ein erlauben. Und eigentlich sobald die K.O.-Phase losgeht, weißt du halt auch in jedem Spiel, es ist halt entweder du bist noch drin oder du bist weg. Und natürlich, am Schluss geht es dann um die Medaille, aber blöd gesagt geht es ja im Viertelfinale schon um die Medaille, einfach im Sinn von, wenn du halt verlierst, bist du halt weg und hast gar keine Chance mehr auf die Medaille. Darum glaube ich auch so, ab dieser K.O.-Phase ist das Ganze nochmal irgendwie aufregender. Also, denke ich. Und ja, also was ich schon mega cool finde, ist eben über diese Sachen haben wir auch viel mit unseren Mentaltrainern und so geredet, so dass man halt in dem Moment, wo man realisiert, so, man kann jetzt die Medaille holen, dass man dann halt nicht Angst überkommt und dann sich irgendwie ein bisschen Macht zurückzieht. Ich glaube, das ist wirklich etwas, wo mir auch wird bleiben, dass wir das irgendwie an dem Event so geschafft haben. Das hört man öppe oder liest es auch in Interview oder so. Die Angst vor dem Siegen, Angst ist ein bisschen ein hartes Wort. Ihr könnt es jetzt vielleicht einmal beschreiben, weil eben, du hast den Moment miterlebt, ihr beide. Ist das einfach so die Blockade, die man dann plötzlich vor sich hat und über die letzte Hürde noch drüber gumpen muss? Oder wie fühlt es sich an? Ja, ich glaube, es ist wirklich so der Moment, wo du realisierst, du könntest jetzt etwas schaffen, wo du vielleicht nie gedacht hättest, dass du das kannst schaffen. Also ich glaube, das hat bei uns eben irgendwie vor 9 Jahren angefangen, bei dem ersten Turnier, wo du irgendwie im Halbfinale bist, wo du nachher denkst, so, boah, das schaffen wir vielleicht nie mehr. Es sind einfach so Chancen, wo du weißt, du hast viel für die gemacht und du willst sie jetzt auch packen und wenn sie nicht packst, hast du das Gefühl, jetzt habe ich etwas verpasst, was ich vielleicht nie mehr schaffe. Ich glaube, es ist ein bisschen das und ja, ich meine, es ist allgemein mental, ist das ist mega auf und ab und man schafft fest an sich und ich glaube, es ist auch ist halt ein sehr persönliches Thema. Und ich glaube, gerade wenn du Sachen nachher nicht erreichst oder schaffst, wo du das Gefühl hast, es hat mit dem etwas zu tun, ist es auch manchmal mega schwierig zu akzeptieren. Und eben, wir haben in den letzten 2 Jahren, glaube ich, haben wir mega viel in diesen Bereich investiert. Und es ist mega schön, hat sich das ausgezahlt. Ist denn das etwas die Angst vor dem Gewinnen, die vor dem Spiel ist, wenn wir jetzt nochmal auf das Bronzespiel gehen? Oder ist denn das auch wirklich noch auf dem Platz? Weil Beachvolleyball, man hat es wieder einmal gemerkt, es ist so extrem, die letzten Punkte den Sack zu machen, oder? Sind dir dort, Tanja, die Gedanken dann noch aufgekommen? Oder hast du es wie schon weggeboxt gehabt und die sind gar nicht mehr hergekommen? Die sagen jetzt nochmal Angst vor dem Gewinnen. Also ich würde sagen, es ist mehr so eben die Angst vor dem Verlieren, wo nachher so, wo dich kann lähmen kann. Und gerade wenn du so, also wir haben ja nachher auch so 1-2 Bälle gehabt, wo man es gemerkt hat, so im Bronzespiel, wir sind irgendwie, was ist es, 19-11 oder so vorne. Und bis dann haben wir einfach kompromisslos alles durchgespielt und wirklich so, sind auf die Bälle mutig alles gemacht. Und dann merkst du, okay, 2 Punkte, wir sind 8 Punkte vorne. Dann willst du wie so nicht mehr riskieren, weißt du, und dann bist du vielleicht mehr so ein bisschen zögerisch mehr und dann lange zahlt gerade nicht. Und das ist so, ich finde, das ist nachher auch mega gefährlich, wenn man eben so einen kleinen Vorsprung hat und du weißt so, ja, jetzt muss ich es machen. So. Das finde ich dann so ein bisschen. Und dort, wie Nina gesagt hat, vor 2 Jahren, finde ich, dort haben wir das uns als Ziel gesetzt und haben gesagt, so, wir müssen uns das ein bisschen austrainieren und wir müssen mehr Freude vor dem Gewinnen entwickeln. Und das ist nachher so ein Gedankengang, den ich mir mega oft nachher so bewusst gemacht habe. Wenn man in dieser Situation war, haben wir uns manchmal auch so gesagt, so, hey, mega cool, das Spiel können wir jetzt gewinnen. Weißt, so Freude haben vor dem Gewinnen und nicht so denken, so, wenn wir das jetzt verlieren, das ist mega schlimm. Ja, oder mega versagt. Ja, sondern mehr so, hey cool, wir können das Team jetzt schlagen, also machen wir es. So ein bisschen das. Ist das auch ein bisschen in unserer Schweizer DNA? Weil man liest immer so ein bisschen die Amerikaner, oder? Ja, die haben so das Urvertrauen, oder auch die Jamaikaner haben das, glaube ich, so in der Leichtathletik. Norweger, ja. ist das etwas, wo wir Schweizer uns mal die ganze Sportwelt ein bisschen mehr sollte,
Oder bei der Fußballnazi hat man das auch immer über Jahre gesagt, oder? Und jetzt ist dort so ein bisschen mehr Grundvertrauen rum. Wie nehmen die das wahr? Ja, ich glaube schon. Es ist so in der... Ein Schweizer Staat jetzt halt nicht an und sagt, oder so, also ein Schweizer, einfach so in uns, wie wir aufgewachsen sind oder wie wir als Persönlichkeiten sind, stehen wir jetzt nicht an und sagen, wir klopfen da alle weg. Oder wenn wir ein Turnier gewinnen, dann posten wir nicht, weiss ich was, sondern es ist mehr so die Demut, einfach, dass man das auch immer hat, so, dass man auch irgendwie dankbar ist für das, was man kann erleben. Und das ist, glaube im Leben ist das mega gut, wenn man das hat, aber so der Killerinstinkt, den haben wir zwei definitiv müssen lernen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen in unserer Gesellschaft wahrscheinlich nicht das, was einem so in die Wiege mitgelegt wird. Absolut. Ihr habt die Australierinnen fortgeschickt. Tschüss, ciao. Bronzemedaille in die Schweiz zurückgeholt. Souverän, eben über den Jubel haben wir schon geredet. Ihr seid dann drauf gesäckelt, habt eure Trainer, eure Freunde geherzt und so. Mega schöne Szene. Und dann, was nachher gelaufen ist, weiss niemand. Und darum besprechen wir es jetzt natürlich. Von den Hockey-Teams und Fußballteams weiss man, das gibt dann in der Kabine schon ein bisschen Bier und ein bisschen Champagner und so. Wie wird im Beachvolleyball so richtig La Classe in Paris gefeiert nach so einem Riesenerfolg? ja, also das Ding war, wir mussten noch ein bisschen warten, bis das Finale fertig war von den Frauen für die Siegerehrung. Das ist recht lang gegangen. Und dann haben wir auch noch eine Pressekonferenz gehabt, wo wir gedacht haben, wieso mit mir jetzt an der Pressekonferenz? Es war auch so, dass an uns nicht besonders viele Fragen gestellt wurden. Also das heisst, ihr seid dort noch ein paar Stunden gewesen, logischerweise, weil noch das Spiel war, oder? Also zwei, drei Stunden. 10:10 am Morgen ist die Pressekonferenz losgegangen. Ja, und man muss dir auch noch sagen, also wir haben vorhin schon eine halbe Stunde Interviews gegeben. Also an die Pressekonferenz, ja. Gut, ihr seid natürlich todmüde und dann hat man einfach keinen Bock mehr, noch mit 100 Medien zu reden, sondern wird wahrscheinlich nur feiern, oder? Ja, wir wären halt dann gerne zu unseren Leuten gegangen, klar. Logischerweise. Voll. Und das haben wir dann halt erst nachher können, aber das war mega cool gewesen. Wir haben wirklich viele Leute gehabt, die dort waren. Es hat auch mehrere gehabt, die einfach für das Spiel gekommen sind. Das war halt mit Paris jetzt wie möglich gewesen. Und dann haben sie eigentlich wie so ein Bar gemietet, irgendwo in Paris. Und wo wir gekommen sind, haben sie nachher so unseren Song eigentlich gesungen, alle zusammen, wo wir reingekommen sind. Und nachher, ja, sind unsere Medaille ein bisschen umgegangen. Wir haben einfach uns ein bisschen getrieben und haben eine mega coole Nacht gehabt. Was war der Song gewesen? Das habe ich nicht mitgekriegt. Du darfst mal vorsingen, Nina. Nein, ja, das darfst du sehr gerne, wenn du möchtest. Wir haben gute Mikrofon da. Nein. Nein, es ist das Lied «Give it up» mit unseren Namen. So kann man es sagen. Ja. Okay. Und wie muss ich mir die Bar vorstellen? Wer war dort? Wie haben ihr das Wort genommen? Geben wir uns mal so ein bisschen das Feeling. Weil eben, es soll auch ein bisschen Motivation sein, der Podcast, dass vielleicht irgendwann mal die zukünftigen Sportlerinnen und Sportler auch so etwas schaffen wie ihr, die da zuhören. Ja, wer war der? Viele von Swiss Volley waren Freunde von uns, ein paar. Der Tanja, ihre Freund, mein Mann, unsere Familie, unsere Eltern, meine Geschwister, unsere Trainer. Voll. Also wirklich die, wo man, ihr habt das Glück gehabt, die, die man will, dort haben, sind dort gewesen. Ja. Und wie war denn die Party gewesen? Sind ihr nicht irgendwie dann am 3 im Sitzen eingeschlafen, weil ihr so müde gewesen sind? Ist es eine Weile gegangen? Das Coole ist so gewesen, so, es hat wie, also wenn du reingekommen bist, ist es eben so eine Bar gewesen und dort sind auch mega viele gewesen, die einfach so ein bisschen geredet haben und eben so auch Trainer untereinander. Der Stefan Kobel ist auch noch gekommen, der hat ja 2004 war das, glaube ich, auch Bronzemedaille. Genau, Heuscher Kobel. Ja, genau. Und er hat nachher auch so ein bisschen mitgefeiert und dann halt mit unseren Trainern, den er schon lange kennt. Und nachher hast du wie so hinten runter können und dort war wie so ein Club gewesen. Also so ein, ja, es hat auch so einen DJ gehabt. Und die, die wie wollen tanzen und feiern, die sind dann wie so in dem Raum gewesen. Und das ist wie so, dann hat jeder so ein bisschen machen, was er hat wollen. Die Ruderer sind auch noch gekommen. Das war mega cool. Die haben uns ja die ganze Woche auch immer unterstützt. Dann haben wir nachher auch so geschrieben, so kommen wir auch noch. Und dann haben wir mit denen auch noch ein bisschen gefeiert. Mit ihren Plakat, sehr wichtig. Ja, mit dem Plakat. Was haben sie für ein Plakat gehabt? Olympic Medalist. Ja, und schon Plakat gestanden. Tanja, ja. Nina. Ja. Und die Plakat sind beliebt gewesen. Also, eine riesen Bombenstimmung. Was ihr diesen Sommer erlebt habt, erlebt man normalerweise auf 10 Jahre verteilt. Ihr habt es jetzt in 3 Wochen erlebt, von der Intensität her.
geniale Leistung. Ihr habt gesagt, seit 9 Jahren spielen wir zusammen. Es ist, wenn man es glaub, so auf einem Liniendiagramm so aufzeichnen würde, ist es wirklich immer darauf gegangen. Natürlich hat es die Ausschläge, die es im Sport immer gibt, aber wenn man jetzt einfach mal das Big Picture anschaut, ist es immer darauf gegangen. 2021 den Europameisterschaftstitel, 2023 nochmal den Titel geholt, sensationell dann in grossen Turnieren immer besser platziert gewesen, die gewonnen und jetzt die Olympia-Bronzemedaille. Wenn ihr ganz ehrlich sind, vor 9 Jahren hätten ihr so euch so gedacht, eures Karrierebuch, dass es so laufen wird? Also bei mir ist, ich glaube, also nochmal ich bin nochmal viel weiter weg von irgendwelchen höheren Zielen als Nina. Ich meine, du bist gleich schon mit 15 und 21 Weltmeisterin geworden und so. Und für mich ist wirklich, ich bin mit 20 in die Nazi gekommen und ich konnte keinen Ball gerade ausspielen. Also wirklich so. Oder auch, ich weiss noch, wir sind 2014, bin ich das erste Mal Vize-Europameisterin geworden. Und ich weiss noch, mein Team und so, die sind alle so am Feiern gewesen, weil es so eine riesen Sensation war. Und ich bin so traurig gewesen, weil ich so das Gefühl hatte, so, hey, ich werde nie mehr in einem EM-Final stehen. Und heute habe ich die Chance verpasst, den Gold zu gewinnen. Weil ich so gedacht habe, so, das ist jetzt einfach so, einmal ist alles aufgegangen in meinem Leben. Und es ist, also weißt du, so... Ja, ist noch verrückt, ja. So habe ich damals gedacht. Und auch... So die, die man sagt, ich wollte schon immer eine Olympiamedaille heimbringen und so, das hatte ich nie gehabt, einfach weil ich das Gefühl hatte, also das ist utopisch. Also so, ja, ich meine, heute sitzen wir da, wir sind wirklich gute Freundinnen und das ist auch ein Weg von uns. Also wir haben auch 2-3 Mal, eben, wir sind recht unterschiedlich, aber wir funktionieren so gut zusammen, weil wir auch eben so den Respekt voreinander immer hatten und den Spass zusammen. Und darum könnte ich nicht glücklicher sein mit dem, was wir bisher erreicht haben. Und es geht ja noch weiter, da freuen wir uns sehr. Aber schon mal eine gute Zwischennote und das könnte ich definitiv unterstreichen. Also für alle die, die jetzt in einer Sportart dran sind, ihr seht, was alles möglich ist, wenn man einfach dranbleibt und hart schafft. Wir zeichnen auf gerade Anfang September. Was machen wir jetzt? Was gönnen wir euch mal so richtig? Oder geht es gerade wieder weiter? Nein, jetzt gehen wir in die Ferien wirklich mal entspannen, das alles ein bisschen setzen und ein bisschen geniessen. Strandferien dann doch mit einem Beachvolleyballnetz, oder eher nicht? Oh nein, hör auf. Ohne Beachvolleyball. Habt ihr richtig genug Strand, von Beachvolleyball? Ja. Ist wirklich jetzt mal... Ja, ja. Also, wir haben ja wirklich wir haben 4 Wochen Pause vom Beachvolleyball nach der Saison. Und nachher, ab dann, sind wir immer am Beachvolleyball spielen. Mhm. Das war jetzt eine Weile gewesen und eben auch intensiv gewesen und Nein, es ist jetzt gut, mal ein Zeitchen. Also in dem Fall Strand und eher mal ein Cocktail oder irgendwie ein Jassen oder einfach nur ein bisschen in die Sonne rausschauen. Genau. Sehr schön. Merci viel, viel mal, sind ihr da gewesen. Es war mega interessant gewesen, eben diese Story mal noch ein bisschen genauer zu hören von eurem grossen olympischen Erfolg. Danke vielmals, dass ihr bei uns zu Gast gewesen seid. Danke vielmals, merci. Und natürlich kriegen auch ihr ein Gastgeschenk, wie alle, die hier in Sportcast Schweiz kommen, und zwar von unserem Presenting-Partner Ochsnersport aus dem Online-Shop dort. Und ich habe ein bisschen beschissen, ich habe mich ein bisschen beraten lassen von eurer Managerin, der Janine Geigele. Und zwar habe ich gehört, jemand hätte mal dringend wieder einen neuen Koffer nötig. Ja, oder? Ja, cool. Das ist für dich, Tanja. Merci vielmals. Ich gebe dir noch da rüber. Danke. Ja, meine ist wirklich der Handgepäckkoffer ist wirklich sehr alt. Genau, mega, mega also cool. Es ist glaube ich auch so ein Wink mit dem Zoomfall und ja. Ist jetzt perfekt für die Ferien, mega haben wir cool. Ein schönes danke Modell ausgesucht. Sehr gerne. Und dann ist offenbar noch etwas mit so einem Fitnessband passiert. Ah. Was ist da Geschichte dahinter, das ist irgendwie gerissen oder kaputt gegangen an den Olympischen Spielen? Ich habe das kaputt gemacht. Ah, du hast es kaputt gemacht, das von Ihnen? Doch, es ist... Ach so, ja, es ist einfach gerissen, ja. Gut. Was ich Klimmzüge gemacht habe. Schau, Ochsnersport hat alles, sagen? Das ist dein Ersatz. Ich hatte viel Kraft gehabt. Und dazu geben wir dir auch noch etwas für schöne Ferien. So ein Reisenecessaire, wo alles drin tun kannst. Kann man auch auf das Mount Everest Basecamp aufnehmen, falls du mal noch größere Ambitionen hast. Genau. Ja, ich hoffe, es passt für euch und ihr könnt es brauchen für eure Ferien. Danke nochmals, dass ihr da gewesen. Merci für die Einladung. Und merci, sind ihr dabei gewesen bei dieser allerneuesten Folge vom Sportcast Schweiz, wo wir wieder ganz spannende Sachen erfahren haben, rund um eben den grossen Schweizer Erfolg an den Olympischen Spielen in Paris von der Nina Brunner und der Tanja Hüberli. Und nicht vergessen, abonnieren Sie uns unbedingt. Wir möchten da wirklich eine coole Sport-Community machen, rund um den Podcast. Ich meine, der Beat Feutz, der hat uns schon abonniert, der Jonas Siegenthaler auch, Alessandra Keller auch. Und da kann es ja eigentlich nur richtig sein, oder?
Sportcast Schweiz, präsentiert von Ochsner Sport.